Ein herzerfrischendes Kuckuck, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wende für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Kolat. Wir sind natürlich wieder auf der Suche nach der nächsten Seite und wir sind hier ja eigentlich total falsch, oder? Oder war das hier richtig? Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir uns hier hin teleportieren und dann hier den Weg nehmen. Weil hier in diesem Wald soll auch noch eine Seite sein. Und zu der wollen wir uns natürlich hinbegeben. Ich muss jetzt ein bisschen den Vorrat aufnehmen, beziehungsweise ja, so einen kleinen Aufnahmemarathon machen, da ich am Wochenende jetzt nicht so viel Zeit habe. Heute ist Freitag, aber so Samstag und Sonntag sieht es eher nicht so gut aus. Und die Folgen sollen trotzdem online kommen und zur üblichen Zeit, also um 18 Uhr, damit ihr auf jeden Fall was zu gucken habt. Und genau. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz gucken. Uns fehlen jetzt noch 4 Standorte zum Wald. Gehen wir gerade hin. Das muss ja hier irgendwo sein. Genau, hier in diesem Wald. Da müssen wir hin. Das Blöde ist, hier ist halt kein Zelt in der Nähe. Beziehungsweise, es kann zwar schon sein, dass hier ein Zelt in der Nähe ist, aber ich habe es noch nicht gefunden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier lang. Genau, ich habe mir jetzt dieses Mal kein Thema zurechtgelegt, welches ich denn jetzt in diesem Video speziell ansprechen wollte. Was ich in den ersten Folgen schon gemacht habe, da habe ich mir vorher so ein Konzept überlegt, was könntest du ansprechen? Vor allen Dingen, was ist wichtig, um darauf näher eingehen zu müssen. Und in dieser Folge ist es halt natürlich nicht der Fall. Das bitte ich jetzt zu entschuldigen. Das wird jetzt einfach eine, ja, wie soll ich sagen, eine Freestyle-Folge, wo ich einfach nur so kommentiere anhand der Geschehnisse in diesem Spiel, beziehungsweise in diesem Video. Ich bin jetzt natürlich nur am Überlegen, weil wenn da unten kein Zelt ist, dann heißt es, dass uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleibt, als vor dem Typen einfach zu fliehen. Und zwar so, dass er uns nicht findet. So wie in der Höhle zum Beispiel, oder als er dann plötzlich hinter uns stand. Das war schon uncool, muss ich ganz ehrlich sagen. Nochmal kurz auf die Karte gucken. Wir müssen jetzt hier runter sein. Wir müssen jetzt hier in dieser Kurve sein eigentlich, wenn ich mich jetzt denn nicht geirrt habe. Finde ich auch ein bisschen schade, dass es in diesem Spiel immer Nacht ist. Aber gut, so kann man dieses Gruselfeeling natürlich auch aufrechterhalten. Und da ist eine Seite. Ja, die können wir doch gleich mal aufheben, wenn wir schon mal hier sind. Okay, das wird jetzt ein bisschen viel zu lesen. Lebendige Leichen in Sibirien. Gab es wirklich eine streng geheime Einrichtung, in der Wissenschaftler versuchten, Tote wieder zum Leben zu erwecken? Es gibt mehrere Hinweise, die auf die Existenz einer solchen Einrichtung hindeuten. Wir befinden uns in Inea, einer kleinen Stadt in Sibirien. Hier soll sich das Institut befunden haben, an dem vor Jahrzehnten die brillantesten Köpfe des Landes versuchten, das Unmögliche möglich zu machen, tote Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Heute sind an der Stelle nur noch Gebäudereste zu sehen. Es ist schwierig nachzuvollziehen, was genau sich hier befand. Es werden immer wieder Gegenstände gefunden, die an medizinische Ausrüstung erinnern. Wir wissen jedoch, dass es hier kein Krankenhaus gab. Ältere Stadtbewohner erinnern sich. Eines Tages kam das Militär.
Sie sperrten ein Gebiet ab und richteten eine Baustelle ein. Es dauerte mehrere Jahre, bis der Komplex fertiggestellt war. Ein Gebäude nach dem anderen. Die Menschen waren froh, denn so hatten sie Arbeit. Doch sobald alles fertig war, zäunte das Militär das Gebiet mit Stacheldraht ein und verbot uns, auch nur in die Nähe davon zu gehen. Ich erinnere mich an Lastwagen und Soldaten, die Geräte ausluden. Hinter dem Komplex gab es ein großes Gelände, wo riesige Lieferfahrzeuge hielten. Man sagte, es seien Kühlfahrzeuge. Das ging über 12 Jahre so und nichts weiter geschah. 2 oder 3 Jahre bevor der Komplex geschlossen wurde, passierten ein paar seltsame Dinge. Wir sahen, wie sie Menschen in die Einrichtung brachten, und das ganze Dorf hörte mitten in der Nacht Schreie, als würden sie dort Menschen umbringen. Eines Tages hörte alles plötzlich auf. Die Lastwagen fuhren weg, das Militär blieb noch eine Weile. Dann kamen Ingenieure, die alles abrissen, und das war's. Was könnte sich in dem Komplex befunden haben? Der anerkannte Historiker Dr. Lügiev auf die Frage nach einer möglichen Erklärung. Es ist nicht untypisch für die Vorgängerregierung, an diesem entlegenen Ort in Sibirien eine Einrichtung zu bauen. So etwas muss nichts mit irgendwelchen paranormalen Märchen zu tun haben, sondern kann auch nur aufgrund von geheimen militärischen Aktivitäten erfolgen. Zwar finden sich in den historischen Quellen keine Informationen über INEA oder irgendwelche militärischen oder wissenschaftlichen Einrichtungen in der Gegend, doch die Hinweise widersprechen den Geschichten der Bevölkerung. Wir stießen auf Dokumente, die den Fall aufklären könnten, in dem Auszug aus der Korrespondenz zweier Personen, deren Namen von der Zensur unkenntlich gemacht wurden, ist die Rede von einer Einrichtung mitten in Sibirien. Darin heißt es, dass das Militär zum Zweck der Durchführung von weiteren Untersuchungen mit Kühlfahrzeugen gut erhaltene Leichen von Häftlingen dorthin liefert. Der Verfasser schreibt weiter: Ich hoffe, dass ihr es schafft, etwas mit ihm zu machen, denn der Berg wird langsam ungeduldig und ein Leben da ist nicht genug. Nochmal kurz. Gut, wir sind hier und wir müssen jetzt hier runter. Alles klar. Finde ich auch gut, dass sowas, ich sag jetzt mal, zur Karte hinzugefügt wird, damit man eben sich nochmal ein bisschen besser orientieren kann. Wahnsinn, das ist einfach so ein... Ja, was soll ich sagen? So ein Gänsehaut-Feeling hier, immer wieder, wenn ich das Spiel starte. Ich trau mich jetzt aber auch nicht noch weiter in den Wald reinzugehen. Aber ich muss wahrscheinlich... Da war eine Höhle, ist hier was drin. Hier sind Koordinaten. Hier oben könnte auch irgendwas sein. Hier oben muss auch irgendwas sein. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man hier keine Markierungen setzen kann. Ganz ehrlich, das würde ich hier noch ganz gut finden, wenn sowas möglich wäre. Aber allen Anschein nach ist es das nicht. Wo kommen wir denn hier hin? Irgendwie glaube ich auch nicht, dass wir hier richtig sind. Also irgendwo müssen wir falsch abgewogen sein. Ich gehe hier wieder in die Nische rein. Hier fühle ich mich sicher. Wo könnten wir sein? Wahrscheinlich hier. Aber hier rüber gibt es doch gar keinen Weg. Oder doch?
Also für mich sieht es nicht so aus, als würden wir hier großartig weiterkommen. Zumindest nicht dahin kommen, wo wir eigentlich hin wollten. Da werden wir erst später hingehen in die Richtung. Ich wollte doch dann nur zu diesem komischen Wald. So weit runter will ich jetzt noch nicht gehen. Oder müssen wir hier lang? Das kann natürlich auch sein. Ganz hundertprozentig bin ich mir jetzt hier nicht, aber... Die Stelle hier kenne ich. Wir müssten jetzt eigentlich entweder hier sein oder hier, aber auf jeden Fall geht es hier irgendwo noch an der Seite runter. Oder? Ja, wie ihr schon merken könnt, Wegfindung ist nicht so meine Spezialität. Und hier ist wieder vollkommene Stille, aber ich glaube nicht, dass es hier wirklich lange anhält. Genau, wenn wir jetzt hier runter gehen. Wir sind jetzt hier. Hier haben wir die Seite gefunden. Hier müsste es runtergehen. Aber da ging es doch nicht runter, oder? Gehen wir nochmal zurück. Irgendwie... Finde ich auch komisch, dass hier das Gras sich nicht bewegt, beziehungsweise diese Sträucher, wenn man einfach durchgeht. Finde ich auch ein bisschen schade. Aber gut. Vielleicht denke ich da einfach zu komplex oder so. Oder vielleicht habe ich auch zu hohe Anforderungen an dieses Spiel. Aber ganz ehrlich, wenn hier schon mal Fußabdrücke zu sehen sind, dann kann man ja eigentlich auch sowas erwarten. Oder was meint ihr? Gut, jetzt sind wir hier... Sind wir jetzt hier richtig? Ach, hier geht's doch weiter, durch so einen kleinen Schleichgang. Ja, das ist natürlich mies. Den habe ich natürlich übersehen. Aber wir kommen hier ja eh nicht hoch. Ja, okay, das ist jetzt natürlich richtig beschissen. Entschuldigung, aber das muss man ganz ehrlich so sagen, weil wir jetzt einfach mal, ja, umsonst hier runtergegangen sind, beziehungsweise hier die ganze Zeit an derselben Stelle hin und her irren. Ja, da kommt man nicht hoch. Ja, ja, und wieder einmal kann man sehen, dass eine Sprungfunktion in diesem Spiel schon was Herrliches wäre. Gut, ich gucke jetzt vermehrt auf die Uhr, weil ich jetzt denke, dass wir nicht mehr allzu viel Zeit haben. Ja, wir haben jetzt leider nicht wirklich was in der Folge geschafft. Es tut mir jetzt auch wirklich leid. Weil ich selber eigentlich von mir selbst erwarte, dass einiges in der Folge geschafft wird, so dass man sagen kann, ja, wir kommen vorwärts, wir kommen weiter. Aber sowas haben wir in der Folge bis jetzt noch nicht so gehabt. Gut, dann müssen wir also doch hier lang gehen, dann hätten wir hier eigentlich auch gleich weitergehen können, aber soweit habe ich natürlich wieder nicht mitgedacht. Denken ist auch nicht so meine Spezialität. Wir haben eigentlich voll den riesen Umweg gemacht, fällt mir gerade auf. Aber gut, konnten wir ja nicht wissen, dass wir da nicht lang können. Deswegen, ja, kann man sowas schon noch erklären, beziehungsweise nachvollziehen. Immer wenn wir hier runterkommen, wird der Schneesturm stärker und der Wind wird natürlich auch noch stärker. Aber ich finde es angenehm, dass hier keine so extremen Schneestürme sind. Und dass man
die eigene Hand vor dem Auge nicht mehr erkennen kann. Okay, ich dachte jetzt schon, ich hätte ihn gesehen. Unseren Freund aus der Versicherungsbranche. Könnt mir aber vorstellen, dass er hier irgendwo rumlungert. Dieses Gebiet ist so riesig und einfach so unüberschaubar, da wäre es für mich keine Überraschung, wenn ich ehrlich sein soll. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal am Rand und hoffen, dass er jetzt hier nicht hinter irgendeinem Gebüsch wartet und sich denkt, hihi, I'm a Ninja. Das wäre nicht wirklich gut. Okay, wir haben jetzt noch 3 Minuten. Das Gefühl, er ist hier, aber irgendwie weiß ich nicht. Er kann auch ganz woanders sein. Das ist hier das Problem. Ich höre einen Zettel. Leute, ich höre einen Zettel. So blöd, dass wir da nicht rüberkommen. Hier hat er uns das erste Mal erwischt, genau an diesem Baum. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, als wäre es erst vor 2 Minuten gewesen. Ja, wie ihr sehen könnt, ich probiere gerade die Hauptwege ein bisschen zu meiden, wenn es geht. Hier sind verbrannte Bäume. Warum denn das? Oha. Da ist sogar noch Glut über... Nee. Nee. Nee, 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 nicht jetzt. Scheiße. Es musste jetzt sein, dass du da stehst, du Lump. Gut, wir haben jetzt hier Feinkontakt, aber mir bleibt jetzt leider nichts anderes übrig, als hier einen Schnitt zu machen. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht viel geschafft haben in dieser Folge. Ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.